wird ausgesagt, wird der Coronavirus auch noch über die nächsten Wochen am Ende als Land an Schach halten. Und das ist noch immer präsent. Die Situation ist alarmant rund um Plötzenburg und der Großregion in ganz Europa und weltweit. Wir sehen, dass die Zahlen hochgehen. Wir sehen, dass auf verschiedene Länder ganz strenge Mesuren müssen en place gesetzt gehen. Die Kapazitäten fangen an, eng zu gehen. Heute zu Lützburg sind wir ein bisschen gut durch die Situation gekommen. Wir haben die Wellen, die kommen sind, relativ schnell ist geglätt gekriegt. Aber auch hier sind Zahlen halt alarmant. Das kann ich nicht kleinreden. Trotzdem sind wir überzeugt, dass die Mesuren, die wir en place gesetzt haben, über den ganzen Sommer schon hier Früchte gedroht haben. Heute zu Lützburg haben die Leute sich ganz frei darüber gewinnt, eine Maske umzudrehen, wo viele Leute sind. An den Geschäften, an den Guichets, an den Transportpublik. Auch die Gestbarrieren sind gut respektiert. Das hat geholfen, dass der Virus hier höchstwahrscheinlich manner stark zirkuliert wie in anderen Ländern. Worunter machen wir das aus? Weil darunter, dass manner Leute bei uns an den Spitälern sind wie in unseren Nachbarländern. Und wir zählen dafür nur darauf, dass das doch so bleibt. Dafür ist heute ein ganz großer Appell, ein warmer Appell von mir und ich, wirklich nur aufzupassen, dass nicht der Moment für sich zu lächeln, dass wirklich nur, wo darum geht, alle zusammenzuhalten, auf verschiedene Regeln wirklich zu respektieren. Wir haben gesehen, dass die erste, das wirklich die wichtigste, die Kontakte, die wir haben mit anderen Leuten, so niedrig wie möglich zu halten. Evitieren zu vielen Leuten zu gehen. Wir haben Situationen, da muss man rausgehen, wir gehen schaffen, wir wollen auch, dass es schon funktioniert. Ein ganz reiner Kontakt muss sein, aber das wird nicht muss sein, und das würde noch viel am Leben. Das kann ihn zu dieser Zeit am besten sie lassen. Dann, wenn wir Kontakte haben, ist es ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, Gestbarrieren zu respektieren. Das heißt, von unserem Gegenüber auf Distanz zu bleiben, eine gute Sicherheitsdistanz von 2 Metern. Wenn das nicht kann sein oder nicht geht, aus verschiedenen Ursachen, dann die Maske drohen. Und wir regelmäßig die Hände waschen, auch ganz wichtig, dass die Grippe-Saison sowieso an Lohgrad ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Gest, den wir sollen respektieren. Und dann, an dem Kader von unserer Strategie, auch ganz wichtig, regelmäßig sich testen lassen. Da, wenn der invitiert geht, mit einer ganz ambitiösen Strategie en place, für einen großen Echantion von Leuten regelmäßig zu testen. Das ist ganz wichtig für uns, für euch alle Guten, dass man eine Invitation kriegt, dass ihr die Woche holt, dass ihr euch testen lasst. Das ist gratis. Und ihr könnt das relativ einfach heute zu Lützburg machen, wie viele Teststationen, die en place sind. Dann ist es auch wichtig, wenn ihr kontaktiert geht von der Inspektion Sanitär, das war der Gesundheit zu respektieren. Das heißt, sich in Quarantäne zu setzen, nicht zu isolieren, wenn das so der Fall ist. Das heißt, wenn ihr entweder positiv getestet seid, das heißt, ihr droht das Virus an, ihr riskiert also weiterzugehen. Oder aber, wenn ihr Kontakt habt mit einer Person, die infiziert war, auch dann hat ihr ein gewisses Risiko, ihr schon auch gestartet zu haben und auch schon das Virus weiterzugehen, auch wenn ihr das gut nicht selber merken.